Wenige Monate zuvor brach ein tollwutähnlicher Virus in der türkischen Stadt Harran aus. Er verwandelte gesunde Menschen in taumelnde, geistesgestörte Individuen, die in der Nacht zu aggressiven Höchstleistungen aufliefen. Diese zombieähnlichen Infizierten eroberten in kürzester Zeit die Stadt. Lediglich einige vereinzelte Gruppen überlebten, indem sie sich in Hochhäuser und befestigte Einrichtungen zurückzogen. Ihre einzige Überlebenschance bestand in Versorgungsabwürfen des Global Relief Efforts, doch keiner wusste, wie lange diese anhalten und wann sie durch Bomben ersetzt würden. Ungeachtet dieser aussichtslosen Situation fand die GRE einen Ex-Soldaten, der verrückt genug war, über der Quarantänezone abzuspringen und unter den mordenden Einwohnern einen Mann zu finden. Dieser Söldner hieß Kyle Crane. Bereits Cranes Landung war ein Vorzeichen der Katastrophe, die in den folgenden Tagen auf ihn zukommen sollte. Sein Fallschirm verfing sich an einem Gebäude, wodurch er geradewegs in die Arme einiger Plünderer fiel. Keinen Ausweg sehend, als auf sie zu schießen, feuerte Crane seine Pistole ab. Das vertrieb zwar die Plünderer, ersetzte sie aber lediglich durch ein größeres Übel. Crane, der nicht mal genug Zeit hatte aufzustehen, wurde innerhalb weniger Sekunden von einem infizierten Beißer angefallen und mit dem Harran-Virus infiziert. Einzig dem schnellen Eingreifen von Amir und dessen Freundin Jade verdankte Crane sein Überleben. Amir überstand die folgende Flucht aber nicht und auch Crane verlor dank der Kopfwunde, die ihm einer der Plünderer verpasste, kurz darauf das Bewusstsein. Er kam im Tower, dem Rohbau eines zukünftigen Apartmentkomplexes von Harran Slums, wieder zu sich. Dieser Tower diente Brackens Runnern als sicherer Unterschlupf, da die fehlenden Treppen den Infizierten das Vorankommen erschwerten. Erst an dem Punkt verstand Crane, was es bedeutete, in der Quarantänezone zu leben, denn einmal gebissen hielt nur Entesin den Fortschritt der Krankheit auf. Eine Medizin, welche die GRE zwar regelmäßig über der Stadt abwarf, aber dank zahllosen Infizierten extrem rar war, weshalb der Neue in Brackens Truppe sich seine Dosis zunächst verdienen musste. Rahim, ein etwas leichtsinniger Junge und außerdem Jades Bruder, ließ Crane kurzzeitig in dem Glauben, er hätte das Sagen im Tower. Für seine Botengänge in der Stadt lehrte der junge Crane das Rennen. Denn abseits der langsamen Beißer, denen Crane zum Opfer gefallen war, bevölkerten noch weitaus schlimmere infizierten Variationen Harran, weshalb die Bewohner lernten, parkourartig die Umgebung zu nutzen und sich hauptsächlich lautlos über den Köpfen der Untoten hinweg vorzubewegen. Mit Abschluss seines ersten Botenganges holte Crane sich seine wohlverdiente Dosis Entesin ab. Erst dann erfuhr er von Dr. Zier, dass es weder Impfstoff noch Heilung gab. Das Entesin verlangsamte lediglich die Ausbreitung. Er würde höchstwahrscheinlich an dem Biss sterben, es sei denn, jemand fände endlich ein Heilmittel. Eine unvollständige Formel sollte Crane eigentlich für die GRE von seiner Zielperson Kadimir Suleman beschaffen, einem ehemaligen Colonel, den das Verteidigungsministerium als vorübergehenden Bürgermeister in Harran einsetzte. Aber der Arzt der Tower Runner schien ebenso einem Heilmittel nahe zu sein. Er machte durch die Tests des Entesins in Verbindung mit infiziertem Gewebe bereits große Fortschritte. Alles, was ihm fehlte, war Zeit. Denn er schloss sich mit einem Kollegen kurz, der seit Ausbruch des Virus in der Altstadt festsaß. Was die Zusammenarbeit der beiden Doktoren auf eine Funkverbindung ohne eine Möglichkeit zur Datenübertragung minimierte. Wie Crane von seinen neuen Kameraden erfuhr, wurden die Plünderer, die zuvor auf ihn einprügelten, von einem unerbittlichen Warlord namens Race geleitet. Da Bracken offensichtlich nicht seine Zielperson war, musste Race Kaldir Sulemans Deckname sein. Mit den Versorgungsabwürfen als Lebenslinie versuchten dessen Männer unablässig als Erste am Landepunkt zu sein, um die erbeuteten Nahrungsmittel, Überlebensausrüstung und Entesin-Dosen anschließend den Bedürftigen verkaufen zu können. Ankündigung bevorstehender Abwürfe teilte die GRE den Bewohnern über Fernsehsendung mit, wodurch Brackens Tower Crew von einem bevorstehenden Drop am Abend wusste. Crane stellte in den folgenden Stunden zahlreiche Fallen in der Umgebung auf, um seiner Konkurrenz das Vordringen zu erschweren. Nichtsdestotrotz kam ihm Rays Männer beim ersten Landepunkt zuvor. Über Dächer hastend gelang es Crane kurz vor Sonnenuntergang das Entesin der zweiten Kiste zu sichern, aber seinen GRE-Vorgesetzten war es wichtiger, das Missionsziel zu erreichen, als die Towerbewohner zu retten.
Sie befahlen Crane, das gesamte Entezin zu vernichten, damit Bracken keine Chance sah, als mit Race in Kontakt zu treten. Auf diese Weise könnte Crane in Erfahrung bringen, ob Race tatsächlich die Zielperson war und ihre Dokumente besaß. Crane steckte lediglich eine Dosis für sich selbst ein und bot sich nach der Verbrennung des Rests wie geplant als Unterhändler zwischen den Parteien an. Bei seinem Eintreffen in Rays Festung stellte der gerade seine Skrupellosigkeit unter Beweis, indem er einem ungehorsamen Untergebenen die Hand abhackte. Im Gegenzug für Schuldeneintreiben versprach Rays Crane 2 Kisten Entezin. Was aber noch viel wichtiger war, für Crane bestand kein Zweifel, dass Rays wirklich der gesuchte Kadir Suleiman war. Denn einer seiner Handlanger steckte Crane, dass sich dessen Bruder Tage zuvor infizierte und die GRE sich weigerte, ihn zu extrahieren, woraufhin sich der einstige Wohltäter als Warlord neu erfand. Crane musste an der Stelle also nur noch sein Vertrauen gewinnen. Das erwies sich jedoch als schwieriger als geplant, denn Race traute niemanden und betrog jeden, weshalb er Crane auch nur 5 Entezin-Dosen überließ, statt der versprochenen 2 Kisten. Für den Rest sollte er Jade entführen. Als ehemalige Kickboxerin hielt Race die junge Athletin für die ideale Gladiatorin seiner Arena-Kämpfe, eine Veranstaltung, aus der sie garantiert nicht lebend hervorgehen würde. Crane weigerte sich, als Schlepper herzuhalten, worüber er sich vor allem gegenüber seinen GRE-Vorgesetzten Luft machte. Die beharrten jedoch unbeirrt auf Jades Auslieferung. Was Crane die wahren Motive seiner Geldgeber anzweifeln ließ. Schließlich war der Global Relief Effort eine Hilfsorganisation. Erstmalig über die Situation nachdenken, machte es für ihn überhaupt keinen Sinn, dass eine solche Organisation die rettende Formel eines tödlichen Virus geheim halten wollte. Jade deckte währenddessen ein Geheimversteck des Warlords auf. An Cranes Seite infiltrierte sie die ehemalige Schule, doch statt Entezin füllte lediglich Sprengstoff die Kisten. Der passte dafür ideal in Rahims Plan. Jades kleiner Bruder wollte das größte Infiziertennest des Sektors sprengen, damit die Runner ungefährdet nachts ausrücken konnten. Crane sorgte sich um den Jungen. Er fürchtete, der Kleine würde sich eher selbst in die Luft sprengen, als sein Ziel zu erreichen. So redete er ihm das Vorhaben aus. Auf seinem Rückweg von der Schule zum Tower stolperte Crane in der Nacht zuvor über einen neuen infizierten Typ. Dieser mit grünen Pusteln übersäte Mutant kam ausschließlich nach Sonnenuntergang heraus, da er sonnenempfindliches Blut besaß. Eine logische Weiterentwicklung der normalen Tollwut, dessen Virus vom Sonnenlicht zerstört wurde. Crane jagte diesen Boltern genannten Infizierten in der folgenden Nacht hinterher und beschaffte Dr. Zier so eine Gewebeprobe. Obwohl sie enorme Eigenschaften aufwies, gelang es dem Wissenschaftler nicht, sie ausgiebig zu untersuchen, denn das erforderte ein gut ausgestattetes Labor, nicht seinen notdürftig eingerichteten Trailer. Ein solches Labor stand nur seinem Kollegen Alan Kempton zur Verfügung, aber die Probe zu ihm in die Altstadt zu bringen, glich einem Selbstmord. Rahim nutzte die verstrichenen Stunden, um seinem explosiven Einfall nachzugehen. Er rückte mit seinem Freund Omar aus und verkündete Crane kurze Zeit später über Funk von seiner bevorstehenden Heldentat. Aber genau im Moment des Funkspruchs fielen die beiden einem infizierten Überfall zum Opfer. Omar ließ dabei sein Leben und Rahim verbarrikadierte sich in einem Eisenbahnwaggon. Zwar war er nur leicht verwundet, glaubte aber nicht zu überleben und machte deswegen die Bomben scharf. Als Crane ihn erreichte, blieben gerade noch 5 Minuten. Nichtsdestotrotz führte Crane sie rechtzeitig im eigentlichen Zweck zu und sprengte das riesige Infiziertennest. Als er wenige Minuten später mit der frohen Botschaft zurückkehrte, sprang Rahim ihm mit blutunterlaufenden Augen an die Kehle. Für den Jungen kam jede Hilfe zu spät. Bracken nahm sich die Nachricht ähnlich zu Herzen wie Crane selbst. Beiden war der Hitzkopf in den letzten Tagen ans Herz gewachsen. Das Schlimmste an dem Gespräch war jedoch, dass Jade unbemerkt von den beiden ins Zimmer kam und so beiläufig vom Tod ihres Bruders erfuhr. Für die junge Frau brach eine Welt zusammen. Nur Sekunden später erschütterte eine Explosion im Hof den Rohbau. Rays Männer entführten Dr. Zier und sprengten seine gesamte Forschung in die Luft. Bracken folgerte, es sei ein Racheakt für die Plünderung der Schule. Was bedeutete, auch für dieses Fiasko war Crane verantwortlich.
Angetrieben von Schuldgefühlen sprintete Crane Hals über Kopf in Rays Festung. Der Warlord verstärkt die Befestigung seiner Basis zwischenzeitlich deutlich, weshalb Crane die GRE für die Rettungsaktion um Hilfe bat. Zu seiner Überraschung ging die Hilfsorganisation nicht länger ans Funkgerät. Der Verteidigungsminister setzte sie ab, da Haran kurz vor der Bombardierung stand. Um Milliarden Leben außerhalb der Stadt zu retten, beabsichtigte er, die Stadt auszuradieren. Crane gelang es, eine 48-Stunden-Aufschiebung herauszuschlagen, um Dr. Zier zu retten und das Heilmittel aus der Stadt zu schaffen. Wenige Minuten später befreite er den Wissenschaftler aus einem Kellerraum von Rays Festung. Der alte Mann fürchtete um sein Leben. Aber was ihm noch viel wichtiger schien, war seine Forschung, weshalb augenblicklich aus ihm herausplatzte, dass er ein Paket mit seinen Erkenntnissen und den Gewebeproben für Dr. Kempton fertig machte und Jade übergab. Zu hören, wo sich dieses Paket befand, war genau Rays Absicht gewesen. Kaum sprach Dr. Zier die Worte aus, kamen Rays Handlanger aus ihren Verstecken. Der Warlord hatte sie genau da, wo er wollte. Das letzte, was Crane sah, bevor ihn jemand K.O. schlug, war das Messer, was Dr. Zier's Bein durchbohrte. Als sich der schwarze Vorhang wieder lüftete, hatte Crane Jades Platz eingenommen. Er stand in der Arena des Psychopathen. Meterhohe, glatte Betonwände umrahmten ihn. Selbst wenn es ihm gelänge, sich zu einem der Balkone hochzuziehen, hätten Rays Männer ihn zweifellos zuvor erschossen. Crane blieb keine andere Möglichkeit, als sich dem Kampf zu stellen. Was bedeutete Horden tollwütiger Infizierter zurückzuschlagen, die in Containern über der Arena abgeworfen wurden? Nachdem Crane den Demolisher, einen Hünen von einem Mutanten mit einer improvisierten Waffe niederstreckte, beglückwünschte Race ihn. Er lobte die Agentenauswahl der GRE. Was zweifellos bedeutete, Race wusste die ganze Zeit, wer er war, und all die sadistischen Aufgaben der vergangenen Tage dienten lediglich zur Belustigung des durchgeknallten Colonels. Zur Feier seines Triumphs veröffentlichte Race die gestohlenen Dokumente und verdammte damit sämtliche Bewohner Harans zum Tode. Da es nun die ganze Welt wusste, hielt Race den Inhalt auch nicht länger vor Crane geheim. Die Dokumente beschrieben nie ein Heilmittel, sondern GREs Forschung, den Haran-Virus zu einer Biowaffe umzufunktionieren. Deshalb waren seine Vorgesetzten dermaßen erpicht darauf gewesen, die Dokumente zurückzubekommen. Mit dem nächsten Atemzug befahl Race Cranes Exekution, doch sie machten den Fehler, sich zwischenzeitlich bis auf wenige Meter genähert zu haben. Crane packte seine Machete, schlitzte die Wachen auf und hackte Race die rechte Hand ab. Mit der neu erbeuteten Pistole von Race sackte die Wache auf dem Baustellenlift Sekunden später zusammen. Crane stürmte augenblicklich zu Dr. Zier, der ebenfalls auf dem Lift wartete. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der benachbarte Wachmann durchbohrte den Bauch des alten Mannes mit seinem Messer. Während Crane vom Lift aus über das Arenator hastete, sterilisierte der Warlord bereits eigenhändig seinen Armstumpf mit einer Fackel. Der Psychopath war wirklich nicht klein zu kriegen. Crane jagte Jay zur Altstadt nach, da er fürchtete, die Athletin würde alleine nicht mit den Infizierten bei Dr. Camptons Labor fertig werden. Troy, die Anführerin einer überlebenden Gruppe des Altstadtbezirks, brachte ihn wieder in Kontakt mit Jade, wenn auch nur per Funk. Crane gestand ihr, wer er wirklich war, wieso die GRE ihn schickte und dass sie jetzt die ganze Altstadt einäschern wollten. Aber alles, was die Kickboxerin aufnahm, war sein Verrat. Bastard brüllend unterbrach sie die Verbindung. Auch wenn sich das bereits schlecht anhörte, sollte die folgende Nachricht alles übertrumpfen. Troys Hacker fing eine aktuelle Nachrichtensendung ab. Darin schilderte ein angeblicher Augenzeuge, er wäre der letzte Überlebende der Quarantänezone. Mit seiner Evakuierung stand der Bombardierung Harans somit nichts mehr im Wege. Sie, die echten Überlebenden, mussten die Öffentlichkeit irgendwie auf sich aufmerksam machen. Troy fiel als erster eine Lösung ein. Mit Hilfe von mehreren Sprengsätzen bombten sie einen brennenden Smiley in die Fassade eines Hochhauses. Das überzeugte Jade, Crane wieder zu vertrauen. Bedauerlicherweise half es jedoch überhaupt nicht in Bezug auf die Öffentlichkeit, denn ein Flugzeug der Regierung feuerte eine Minute später bereits eine Rakete ins Hochhaus, was den Smiley in einen gewöhnlichen Feuerball verwandelte.
Durch seine Gefangenschaft bei Race verlor Crane zwischenzeitlich sein GRE-Funkgerät, das einzige, was es vermochte, durch die Störsender der Quarantäne zu dringen. Zusammen mit Jade und Troy versuchte er eine Alternative zu finden. Doch bevor Crane die Kickboxerin erreichte, kidnappten Race Handlanger sie und verschleppten sie ins Museum der Altstadt. Crane versuchte sich wie üblich hineinzuschleichen, aber wie zuvor tappte er dabei nur in Rays Falle. Crane fand sich zusammen mit Jade in einer improvisierten Arena wieder. Wie zuvor erwehrten sie sich gemeinsam Wellen Infizierter, aber der Kick der Situation war eigentlich, dass Jade schon zuvor gebissen wurde und sie der Virus langsam übermannte. Race war bewusst, dass Crane ähnlich schnell eine Dosis benötigen würde. So schenkte der Sadist ihnen eine Dosis, genau eine. Crane musste entscheiden, wer von ihnen überlebte. Selbstlos opferte er sich und drückte Jade den Injektor in die Hand. Doch während sie noch versuchte, es ihm auszureden, übermannte Crane bereits der Virus. Statt der Realität nahm er plötzlich eine Fantasiewelt dar. Erdbrocken trotzten der Schwerkraft und schwebten kilometerweit in den Himmel. Die Halluzination kombinierte aktuelle Ereignisse mit Erlebnissen seiner Vergangenheit. Eine der Erscheinungen war die zum Zombie mutierte Jade, die auf ihn zustürmte. Er wehrte sie ab, doch das war real. Jade kam tatsächlich auf ihn zu, um ihm die Spritze in den Hals zu jagen. Diese Wendung befriedigte Race ganz und gar nicht. Seine Männer rückten an, um den Job zu vollenden. Die Kickboxerin raffte sich ein letztes Mal auf und prügelte einen Soldaten nach dem anderen nieder, bis ihre Tritte und Hiebe sich schlussendlich in Bisse verwandelten. Jade Aldemir war unwiderruflich mutiert. Crane brach ihr in einer Verzweiflungstat das Genick. Crane schwor sich, Jades Opfer würde nicht vergebens sein. Mit einem Verstärker von Troy kletterte er auf den höchsten Funkmast Harans und verkündete der Welt die Nachricht von hunderten Überlebender in der Quarantänezone. Den Bombern blieb keine andere Wahl, als abzudrehen. Ironischerweise kamen die nächsten Worte des Funkgeräts von seiner GRE-Chefin. Sie bot ihm einen Rettungshelikopter an, wenn er ihnen im Gegenzug Dr. Sears Forschungsergebnisse bringen würde. Selbstverständlich war auch das ein weiteres gut durchdachtes Täuschungsmanöver. Die GRE brauchte das Heilmittel, um die Waffenforschung zu vertuschen und offiziell als Wohltäter dazustehen. Crane dachte lange Zeit über das Angebot nach und kontaktierte sie einige Stunden später, aber Race fing diesen Funkspruch ab. Er hatte seinen eigenen Funkmast in Betrieb genommen und da er ohnehin in Besitz der Forschungsdaten war, seine Rückkehr zur GRE verhandelt. Crane blieb nur wenige Minuten, um den durchgeknallten Massenmörder aufzuschließen und dessen Evakuierung zu verhindern. Hoch über den Wolken, auf der Spitze des höchsten Wolkenkratzers Harans, entbrannte das finale Duell zwischen Crane und Race. Trotz seiner fehlenden Hand überraschte Race den Söldner mit Wurfdolchen und Machete. Das Blatt schien sich kurzzeitig für Crane zu wenden, als er den Warlord mit seiner eigenen Waffe durchbohrte. Aber als Crane nach der am Boden liegenden Festplatte griff, rannte Race ihn mit letzter Kraft um. Crane stürzte vom Dach und hielt sich in letzter Sekunde mit einer Hand an einem Drahtseil fest. Zu Race Bedauern mit der Festplatte in der zweiten Hand. Der Warlord ließ ihm 5 Sekunden, um die Festplatte zu ihm hochzuwerfen, damit zumindest die Bewohner Harans überleben konnten. Crane lenkte ein. Aber als der Warlord anschließend versuchte, Cranes Finger zu lösen, rammte dieser ihm mit der anderen Hand seinen Wurfdolch in den Hals. Race war endgültig besiegt. Den GRE-Helikopter ignorierte Crane. Der Hilfsorganisation traute er nicht länger. Dr. Sears Forschungsdaten überließ er lieber Dr. Kempton.